Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Replaycast Nummer 52. Dieses Mal mit einem ZVT auf der Karte Nostalgia. Ja, wir haben dazu einmal den Zerg in Gelb, das ist Gorinich. Und der spielt gegen den Terran in Violett, das ist Terror. Weil es hier eine kleine Verwirrung gibt, denn das hier ist Terror. Terror ist eigentlich ein koreanischer Spieler, allerdings ein Zerg, kein Terraner. Daher bin ich mir nicht sicher, ob das echt der echte Terror ist. Das ist ein Replay aus einem russischen Cup. Es kann auch sein, dass Terror aus Lust und Laune auch Off-Race spielt. Das macht er auch gelegentlich. Einfach so gegen die schlechten Nicht-Kuris kann man auch mal seine Nebenrasse auspacken. Dazu muss man nicht ernsthaft spielen. Die kann man auch so kaputt machen. Würde sich auf jeden Fall zutrauen, denn es ist mir so, als Terror markiert dieses Replay, dieser Account. Das ist von einem Smurf-Account quasi, der eben Terror zugeordnet wird. Daher gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass es hier eben auch Terror ist, der sich als Terraner gegen einen Zerg versucht. Ja, Zerg hier ein bisschen am Harassen, allerdings die Barracks, weil ich hier mit der Drone nicht vernünftig durchkomme. Ja, boom. So viel kann die Drone an der Barracks leider nicht anrichten. Man sieht es, der Hitpoint-Balken bewegt sich relativ wenig. Und jetzt ist auch unser SV mit dabei. Macht ein bisschen Counter-Damage. Ja, wir haben einmal die Hedge First beim Zerg. Danach geht es hier in den Pool und ansonsten Mineral Only gerade bei Gory. Und bei Terror hier, Barracks Nummer 1 steht, hat Marine produziert und da kommt das Command Center, auch alles noch Mineral Only. Heißt, die fangen sehr Economy-lastig an und auch die Scouts hier haben sich bereits gefunden. Das ist, wie weiß, wo der Zerg gespawnt ist, der Zerg weiß, wo der Terraner gespawnt ist. Damit alle Scout-Informationen soweit gesammelt. Einzig hier, der Zerg kam eben nicht in Terror Space hier rein. Damit fehlen die Informationen natürlich, was der Terraner dahinter eigentlich so treibt. Terror hingegen hat da weniger Probleme, sein SCV konnte einmal gemütlich durch die Zerg-Basis fahren, sich einmal das anschauen und sehen, dass der Zerg hier auf Mineral Only aktuell geht und der Zerg macht hier auch gleich weiter. Gory setzt hier eine dritte Basis ziemlich fix mit dazu, zudem kommen die ersten Linge natürlich. Ja, Nostalgia, die Karte hier ist sehr, sehr eigenwillig vom Aufbau, wie man hier sieht, die dritte ist dann doch ein bisschen abgekapselt. Kann man relativ leicht zupushen. Die Karte an sich ist gar nicht mal so groß. Hat gar nicht so viele Basen übrig. Und eben ist eine auch nicht unbedingt neue Karte. Und auch nicht sehr häufig gespielt eigentlich. Sieht man nur selten diese Map. Ja, wir haben hier einmal das SV, das angegangen wird. Hinter der Mineral Line, bis er das versucht zu fliehen. Aber naja, es wird teilweise wegkommen. Mal sehen, ob es zuvor noch den terranischen Heimathafen erreicht. Das ist auf jeden Fall nochmal abgelöst. Terror schickt ein zweites SC mit los. Das wird auch gescoutet von dem Link. Währenddessen nimmt Terror hier auch seine Natural und schraubt da auch schon einen Bunker. Hat ihn auf jeden Fall gerade gecancelt und neu gesetzt. Ich glaube, der war ein bisschen versetzt. Der war eine Reihe zu tief. Er hat ihn dann eine Reihe nach oben gesetzt. Kann durchaus sein. Ich bin mir nicht sicher, weil es sieht auch aus, als ob der auf der nahezu selben Stelle stehen wird. Das ist nicht ganz eindeutig. Auf jeden Fall haben wir dann einen Bunker mit 4 Marines für Terror am Start, währenddessen Gory geht in den Leertech. Sein Speed-Upgrade für die Zerglinge ist auch in Kürze durch. Und die Zerg-Economy kann dann noch ein bisschen wachsen, denn so viele Drones sind das hier aktuell noch nicht. Da geht noch wesentlich mehr. Aber tatsächlich, Gory baut erstmal hier einen Satz an Linge. Ich möchte mit dem Speed-Upgrade erstmal das Pushen anfangen auf den Terraner. Natürlich, Terrors Bunker hier ist schon ganz okay. Ja, okay, da wird die Sache besser. Da wird nämlich jetzt hier eine Wall fertiggestellt und damit haben die Linge ein großes Problem, hier einen vernünftigen Angriffspunkt zu finden. Einfach aus dem Grund, weil man hier einmal ums Command Center herumlaufen muss, um hier an diese Marines ranzukommen, um an den Bunker vernünftig ranzukommen. Da liegt nur dem bisschen hier an Angriffsfläche, da kommen einfach nicht so viele Linge ran und das macht dann einfach nicht so viel Damage. Das heißt, das wird jetzt hier für Gory ein bisschen kritisch, dieser Angriff. Er versucht es natürlich trotzdem, er hat die Linge bereits gebaut. Er hat das Geld bereits in die Einheiten investiert, anstatt in seine eigene Economy. Und somit muss da auch was geschehen. Eventuell kann er hier die SCVs ein bisschen resten, weil der Bunker nicht ganz reif ist. Aber nein, es geht einfach direkt mit dem Speedupgrade drauf. Okay, die Lücke ist tatsächlich noch auf. Das Supply Depot dichtet nicht ganz ab. Alle SCVs werden abgezogen. Die Marines hier fighten auf der Rampe bereits richtig gut. Und mit dem Bunker zusammen, tatsächlich, die Linge sterben trotzdem mega, mega schnell und machen quasi keinen Damage. Also Gory hat hier gerade richtig viel Supply verloren, ohne irgendwas anzurichten. Und das ist ein richtig bitterer Schlag hier für den Zerg. Die Frage ist, wie geht das hier jetzt weiter für ihn? Er geht gerade in den Spire, aber auch das wird eine ganze Weile dauern. Das heißt, Zerg ist in der aktuellen Phase ist ziemlich
untätig, kann nicht wirklich viel tun, die Dinge können nicht wirklich viel erreichen, haben zwar ein Speed-Upgrade, man sieht, wie schnell sie hier über die Karte düsen, aber können hier einfach nichts erreichen, die Verteidigung von Terror ist zu stabil. Und Gory, ja, der sammelt jetzt hier eben fleißig Gas, wartet auf seinen Spire, hier auch in der dritten wird gleich das Gas mit dazu genommen, dass es eben richtig viele Mutas gibt. Zudem haben wir hier für Terror die ersten Firebats, die ersten Feuerfresser, die natürlich Splash-Damage im Quasi-Nahkampf machen, schießen nicht sonderlich weit, aber eben machen einen Angriff, einen Feuerstrahl durch gegnerische Einheiten hindurch, heißt, die können den Linge ziemlich einfach wegbrutzeln. Die Linge versuchen hier nochmal kurz den Terrain ein bisschen aufzuhalten, versuchen hier an den Medic ranzukommen, aber da kein Erfolg hier. Die Medics laufen mit der Bio einfach nach vorne, ja, und Terror schiebt seine Arme jetzt dem Zerg entgegen. Der muss das erstmal irgendwie defenden, der baut gerade verzweifelt an Stack Defense, holt sich hier gerade die Sunken Colonies einmal an der dritten, einmal an der Natural, weil er beide Basen leider absichern muss. Weil eben hier der Weg, den kann man laufen, aber der ist auch nicht so sonderlich effektiv. Man sieht, die Drones nehmen lieber den Weg komplett außen herum. Terror momentan stellt es sich vor der Natural auf, möchte also tatsächlich direkt in das Herz des Zergs stoßen. Der baut übrigens bereits die ersten 5 Mutas. Die sind hier auf dem Weg, die brauchen noch einen Augenblick, sind noch nicht so viele, aber es können hier sehr, sehr viele Mutas noch werden, denn das Gasenkamm von Gory ist ziemlich krass. Und Terror hier, er hat nicht so viel Anti-Air, da sind nicht so viele Marines mit dabei. Einige Marines stehen hier eben noch zu Hause, der Bunker ist noch besetzt und die Marines sind hier noch drin. Und da kommen auch noch weitere Marines mit dazu, wenn das ein SCV-Scout hier nach oben. Wie sieht es denn mit den Basen des Zergs aus? Ja, es wird hier keine weitere Basis aktuell gescoutet, da ist auch keine vorhanden. Vielleicht nimmt Terror hier oben noch selber eine Basis, ganz sneaky und heimlich. Denn aktuell das SCV steht hier oben in der Ecke. Aber es fehlen noch ein bisschen die Mineralien für ein weiteres Command Center. Trotzdem, Terror macht hier fleißig weiter mit seinen Upgrades, mit seinem Makro. Aber jetzt hat hier die Konfrontation mit den Mutas. Und eben, das sind nicht so viele Marines da. 4 Marines, 2 sind noch übrig. Und jetzt hier hat die Terranam hier draußen ein Problem, denn es ist keine Anti mehr da. Die Mutas leben noch und somit wird diese Biotruppe hier komplett geschnappt von den Mutas. Da wird kaum was überleben. Die Sunnies waren jetzt hier gefokust, sind schon eines ziemlich laut, die anderen versuchen hier noch schnell heimzulaufen, weil die haben es nicht ganz so weit. Mutas, ja, schnappen sie zumindest noch einen. Hier ist das Missile-Turret fertig, das zweite kommt gerade mit dazu, trotzdem der Sunny stirbt. Und auch der dritte Sunny kratzt hier ab. Währenddessen gibt es hier drüben noch den Scout mit dem SCV. Sieht hier, da ist die dritte Basis, auch schon abgesichert mit Static Defense. Mehr Mutas kommen mit dazu hier für Gory. Mit den Mutas hatte ich hier tatsächlich schon einen ziemlich guten Trade gemacht, hat damit natürlich Terror zurück in seine eigene Basis getrieben. Er muss erstmal ein bisschen Static Defense bauen, sammelt jetzt hier natürlich fleißig viele Marines, weil er einfach die Anti-Air braucht. Trotzdem, Gory hier stellt sich immer noch auf mit seinen Mutas, ist bereits ein ordentlicher Haufen zusammengesammelt. Es ist jetzt hier der volle Stack, die vollen 11 Mutas. Währenddessen geht's in Richtung Lurker hier für den Zerg, zudem das Queen's Nest für den Hive-Tech. Und natürlich, Gory hat hier immer noch die Mutas in der Nähe, heißt, er kann immer noch versuchen zu arresten, muss eigentlich aufpassen, dass er eben hier nicht so viele Shots auf seine Mutas kriegt, denn die Mutas halten einfach nicht viel aus, die sterben auch ziemlich schnell weg. Da muss man ziemlich vorsichtig sein. Ansonsten kommt für Terror einfach das reguläre Bioplay. Mehr Marines, mehr Supply Depots, mehr SCVs, Attack Upgrade. Alles ganz normal soweit bei ihm. Und Zerg nimmt gerade oben eine vierte Basis. Gory schnappt sich eine weitere Expansion hier ganz im Norden. Währenddessen ein weiterer Move-Out hier von Tabor. Die sind mit einer wesentlich größeren Biotruppe und komplett sehr vielen Marines. Das ist dann schon eng eine Bedrohung hier für den Zerg. Und das versucht er gerade mit dem Mutas ein bisschen hinauszuzögern. Fehlt eigentlich da hier die ersten Mutas dran. Denn einfach die Marines machen richtig viel Schaden und haben auch einen Stim mit drauf. Heißt, dann sind sie auch noch schneller, schießen schneller, sind noch viel, viel gefährlicher hier für die fliegenden Mutas. Die sind auch schnell unterwegs, aber gegen Stimp Marines, das ist immer ein sehr, sehr kritischer Fight. Zudem ist jetzt hier noch plus 1 Attack mit dabei. Heißt, Terror setzt jetzt hier einen richtig heftigen Push an. Da kommt nochmal mehr Static Defense. Da kommen gerade Lurker hier für Gory. Das heißt, er muss noch ein bisschen Zeit schinden hier mit den Mutas, bis die Lurker fertig sind und am Boden sind. Die Frage ist, wo sind die Lurker? Aktuell in der Mainbase sehe ich keine. Ich sehe die alle hier dann eher an der dritten. In der dritten sind die Lurker ja aktuell. Ja, hier kommt einfach nur Static Defense. Die Marines hier, die bereiten sich hier vor, auf den Natural drauf zu pushen. Da geht's auch drauf, mit dem Stim geht's hier rein. Linge und Mutas kommen jetzt zu versuchen, das so gut wie möglich zu defenden. Mutas sind schon einige gestorben. Jetzt hier die Lurker kommen mit raus. Jetzt sind die Lurker an der Natural mit drin. Die Static Defense stückt zwar die Sunken Colonies, aber hier die Lurker sind parat. Und somit Terraner traut sich gerade nicht weiter zu pushen, einfach so. Und die Lurker machen einfach sehr, sehr viel Schaden auf die ganzen Marines, wenn sie hier in Klumpen stehen. Trotzdem, Terraner aktuell, er splittet sich noch. Terror scheint hier noch nicht ganz fertig zu sein. Schickt nochmal einen Trupp an Bio mit nach vorne. Hat eben noch einige Medics, einige Marines hier mit drin. Zerg versucht in der Zeit nochmal eine Creep-Kolonie zu bauen, nochmal eine Sunken-Kolonie auf die Reihe zu kriegen. Währenddessen werden die Lurker hier drüben mehr. Auch die Lurker an der dritten Basis sollten inzwischen parat sein. Und Terraner, die Frage ist, wo pusht das nächstes hin? Aktuell sieht es danach aus. Er dreht hier ab in Richtung dritte Basis vom Zerg. Hier sind noch zwei Marines übrig. Die kriegen immer nochmal einen Mutter mit raus. Es sind noch 4 Mutas übrig, was quasi nichts ist. Da kam gerade ein Scan. Aber hier der Scan zeigt eben 3 Lurker plus 4 Sunkens. Das ist ziemlich viel Damage.
Da ist ziemlich viel Schaden, der rausgeht, und Terranami ist sich nicht sicher, ob sie da durchstoßen kann. Und somit hier aktuell hält Gory seine eigene Basentower, findet gerade nicht wirklich das Opening, das er möchte. Jetzt sind die Lurker in einer gefährlichen Position, nämlich hier am Ausgang hier von den Brücken. Und da nehmen die Münzen ziemlich schnell ziemlich viel Schaden, wenn sie hier drin stehen bleiben. Man sieht sie, die Linge blocken nochmal ein bisschen. Und jetzt sind die Lurker, jetzt können sie durchstacheln durch die ganzen Münzen. Sie bleiben hier gerade stehen. Aber jetzt die Lurker rennen doch nach hinten, fühlen sich hier vorne zu unsicher, gehen nochmal ein ganzes Stück nach hinten. Da kommt nochmal hier die Sankenkolonie mit dazu. Und jetzt hier gehen die Stacheln der Lurker mit durch. Die Mutter sind mit bei, um zu verteidigen. Und es stirbt auf beiden Seiten ziemlich viel. Die Lurker werden hier gescannt und die Fokus-Ton ist einer davon. Der zweite ist noch am Leben. Auch der soll jetzt hier angegangen werden. Das ist zum Sack nicht mehr so viel. Der Sankenkolonie versucht alles. Da kommen jetzt hier nochmal ein paar Dinge mit raus. Aber aktuell hier, Terraner hat die Natural vom Zerg gebrochen. Ein Zerg, er hat noch Einheiten. Da kommen gerade Lurker hier aus der dritten rüber marschiert. Wollen hier natürlich jetzt den Turn aufhalten. Die Natural allerdings, die ist down. Der Stim Damage hier mit den Marines, das ist einfach so viel. Die Basis bleibt einfach nicht am Leben. Jetzt Linge hier oben auf der Rampe. Die Lurker kommen von unten. Damit möchte jetzt hier Gory die Army von Tower einkesseln. Sieht am Moment dann ziemlich gut aus. Die Marines sind ziemlich gefangen hier auf der Rampe. Und da starten die ganzen Marines hier weg. Das verbleiben quasi nur die Sunnies. Da kommt noch ein bisschen Marine Reinforcement ab. Da ist zu viel Sorg Actimel. Und die Sunnies müssen jetzt hier durch die Lurker durchlaufen. Und man sieht, was es das für ein Gemetzel gibt. Nichts bleibt übrig hier von dieser Army, es wird alles geklärt, aber Zerg hat einiges an Verlusten hinnehmen müssen. Gory hat komplett seine Natural verloren, er hat hier oben noch eine Basis Nummer 4. Allerdings hier ist kein Mining am Start, da laufen aktuell noch keine Drones runter. Jetzt hier kommen gerade die ersten mit dazu. Das heißt, economy-technisch ist der Zerg doch ziemlich angeschlagen, währenddessen pumpt hier Terror immer noch auf zwei Basen massiv viele Einheiten. Baut hier gerade Command Center, beziehungsweise lässt hier gerade Command Center Nummer 3 fliegen, damit er daher eine neue Basis hat und sammelt hier bereits eine neue Army vor der Zerg-Basis. Und somit geht der Fight immer noch weiter, Gory hält immer noch dagegen, baut hier gerade den Vergiftdügel, den Defiler Mount hier in der Main Base, das ist komplett Tech-Zentrale für den Zerg, da steht jedes Tech-Gebäude. Heißt, wenn das Ding tot ist, kann der Zerg sowieso nichts mehr Vernünftiges bauen, außer Drones und Overlords. Und jetzt kommt hier auch ein Nidus-Kanal mit dazu, um mal die Basen vernünftig zu verbinden. Aktuell, der Nidus sollte in der Main gesetzt werden, ja, der Haupt-Nidus kommt in die Main und der Verbindungs-Nidus dann vermutlich an die vierte oder an die dritte, wir werden sehen. Währenddessen sammelt einfach Taro hier weiter Einheiten, aber auch er hat Mineralien fleißig auf der Bank. Er bräuchte ein bisschen mehr Supply Depots, baut aber auch gerade drei Parallel. Heißt, da wird sich gleich Besserung einfinden, aber auch Gory, er kann einfach nicht mehr Geld ausgeben, wie er gerade hat. Ihm fehlt es an Mineralien, er muss mehr Mineralien an den Start kriegen. Hat hier oben jetzt die vierte Basis endlich mal halbwegs am Laufen. Ein paar Drones sind dran, es waren nochmal ein paar mehr. Da kommt der Nidus entsprechend, um die Basen zu verbinden. Und Taro, ja, er belagert hier einfach weiterhin und macht auch gerade einen leichten Switch in Richtung Mech. Hat hier eine Factory am Start, die erforscht gerade die Spinnenminen. Baut gerade mehrere Adler. Und währenddessen laufen von den Barracks natürlich immer noch fleißig die Marines runter. Und es kommt auch bereits ein weiteres Command Center hier. Wir haben hier oben eins, das gerade in Position fliegt. Hier steht noch eins rum und es wird gerade nochmal eins gebaut hier irgendwo. So, wir haben jetzt hier eine dritte Basis und auch eine vierte Basis im Bau für Terror. Das heißt, expandieren tut er hier ziemlich fleißig, wenn seine Armee noch hier vor der Nashville des Zergs steht. Aber Gory hier, er hat ein paar Linge losgeschickt. Auf die SCVs kann hier also eventuell ein bisschen resten. Sie ist ein volles Stack an SCVs, aber die Dinge hier kommen gerade nicht so wirklich ganz ran. Schaffen es vielleicht eine SCV zu killen, das ist ziemlich low. Hier werden auch weitere SCVs gebaut und ja, die Marines rücken sofort an, um hier ihre Arbeiterkumpels zu verteidigen. Trotzdem, ein SCV ist hier gerade gestorben, SCVs werden wieder abgezogen. Aber Toko wird das hier easy verteidigen können mit den Marines und dem Stim. Da kein Thema, die Dinge werden hier einfach rausgenommen, sie müssen hier weglaufen, können hier nicht weiter fighten. Und deswegen hatten wir hier gerade, glaube ich, noch ein paar Terrors rumfliegen. Gegen Terror. Ein paar Scourge hier am Start. Ja, und da sind die Lurker, die sich gerade nach und nach vorne wagen, denn wir haben jetzt hier die Fire Emblem auf dem Feld. Und die mit ihrem Darkswarm kann natürlich die ganze Bio dran hindern, dass sie schießen kann. Und das ist gefährlich. Wenn die Bio nicht zurückkämpfen kann, dann kann man als Terraner ganz schnell ganz viel Supply verlieren, ohne dass man irgendwas erreicht. Supply sieht zwar abartig gut hier gerade für Terror aus. Er hat wahnsinnig, wahnsinnig viel Supply-Vorsprung. Er hat doppelt so viel wie sein Gegner. Aber einfach auch wahnsinnig viele SCVs hier. Wie man hier sieht, da stehen so viele SCVs einfach hier überall rum. Allein hier in der Mainbase, das an die 20 SCVs, was wir hier haben. Stehen vor allem noch ein paar Bauarbeiter-SCVs hier mit rum. Der Natural ist auch massiv mit SCVs befüllt. Das sind auch hier, das sind mehr als 12 auf jeden Fall. Und wir haben jetzt hier tatsächlich den Gau. Da ist der erste Gau eben mit dem Darkstorm, mit den Lurkern. Da geht's rein hier auf die Bayer und die zieht sich erstmal hier fleißig zurück. Denn die kann hier einfach nicht fighten. Die Lurker stacheln dazu krass durch und auch hier noch ein paar Einheiten werden einfach den Lurker-Göttern geopfert. Mein Zerg hat auch ein paar Basen am Laufen. Wie man sieht, die 3 Base Economy, bis bald wieder 4 Base Economy, wenn diese Hatch mal wieder ans Laufen geht. Und Zerg endlich mal, er kann sich ein bisschen aus der Klaue des Terranus befreien.
Toro hier in der Zeit erforscht gerade ein wichtiges Mal, nämlich Irradiate für seine Science Missions, damit er die Lurker und die Defiler ohne Probleme rausnehmen kann. Aber aktuell wird er eben vom Sorg ein bisschen nach hinten gedrängt. Währenddessen gibt es hier noch einen Trupp, der versucht hier hochzupushen, aber auch hier mit den ganzen Lingen, mit den ganzen Lurkern. Das ist nicht einfach. Immer der Panzer versucht hier hochzuschießen, aber die Linge reagieren sofort, rennen hier runter, versuchen hier den Panzer zu erwischen. Der Panzer wird hier auch ziemlich laut. Die Linge haben hier mit dem Adrenal Glance Upgrade auch schon richtig viel Text. Und auch die Scourge kriegen noch das Science Missile mit weg. Währenddessen geht es hier weiter vorwärts mit dem Sorg. Der hat seine Lurker wieder ausgegraben und ein Stück weiter vorne geht es wieder rein, um den Terraner weiter und weiter zurückzuschieben. Und Zerg versucht sich hier einen Weg zu der Basis hier unten zu bahnen. Die Basis ist wichtig für Taro. Seine Main ist jetzt nicht mehr so frisch. Seine Natural so überfüllt, wie sie ist, hält auch nicht mehr allzu lange. Das heißt, er braucht die zwei neuen Basen, die er hat. Immerhin die hier hat einen Bunker mit 4 Marines drin. Die hier hat immerhin 2 Vultures mit rumstehen. Besser als nichts, aber auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Wenn das dann hier ein paar Overlords rumstehen, die am Scouten sind, die drüben wurde gerade eine Basis denied mit einem einzigen Ling. Ja, da kommen auch sofort die Marines hier. Die werden sich dafür rechnen. Und weiteres ist, wie es mit dabei ist. Auch Terror möchte hier oben eine Basis nehmen. Hat auch wahnsinnig viele Mineralien immer noch mit 3000 Minerals. Ist noch nicht bei 200 Supplies. Der kann da noch nachlegen. Aber er macht ja auch gerade einen Switch. Er wechselt so nach und nach auf die Factories. Das heißt, er möchte seine Barracks irgendwann in den Ruhestand schicken und dann auch mit den Mech-Units weitermachen. Ja, das sind hier verliert gerade der Turn einiges. Hat hier eine Plague abgekriegt. Man sieht sie, die ganzen Low-HP-Einheiten hier mit dabei. Wenn das sind, geht hier gerade ein Trupp hoch. Die Rampe und möchte sich hier zwischen Dritte und Natural vom Zerg stellen. Aber auch das ist gefährlich, denn der Zerg hat hier mit den Overlords Vision in der Nähe und kann hier eigentlich auch ziemlich gut fighten mit den Rampen. Hat hier eben immer noch den Defiler mit dabei, mit dem Darkswarm, Lurkers in der Nähe. Das heißt, es ist nicht allzu schwierig für den Zerg zu defenden. Und er kann hier den Terraner sogar einkesseln mit dieser Arme. Das ist eine Armee, die ziemlich verloren ist. Ja, man sieht es ja auch. Der Zerg kommt von zwei Seiten und versucht jetzt hier den Terraner zu umrunden. Und Terror mit dieser Armee. Er ist ein bisschen eingespannt. Ja, da kommt der Darkswarm von oben. Das heißt, die kriegen jetzt hier erstmal ordentlich eingestachelt. Die ganzen Marines stimmen auch sofort nach hinten, können sich das nicht erlauben. Der Defiler hier hat nahezu volle Energie. Mal sehen, er kann natürlich einen Darkswarm casten, er könnte natürlich auch Plague casten. Damit ticken dann die Marines runter wie bescheuert. Die Medics müssen die ganze Energie zum Heilen verwenden. Erst in die Linie versuchen wieder zu der Basis hier unten durchzustoßen, aber werden aktuell noch vom Minenfeld aufgehalten. Haben da gerade wenig Erfolg. Der eine Lurker, der noch mit dabei ist, der stachelt fröhlich vor sich hin, hat allerdings nicht mega viel Erfolg. Er wird jetzt hier auch rausgenommen. Da kommen immer noch mal 2 Scourge, die nehmen das Science ist draußen. Jetzt geht's hier rein. Da ist er die Pfeile mit dabei. Was macht jetzt hier? Er wendet seine 150 Energie an, um einmal Plague zu casten auf quasi die gesamte Terraner. Man sieht hier, wie krass die Damage nehmen. Sofort einmal durchstacheln, paar Marines tot. Und das brennt jetzt einfach massiv durch die Energie der Sunnies. Die healen zwar immer noch ein bisschen schneller als der Damage ist, wie man hier sieht. Die können hier nach und nach die Terraner hochhalten, aber die nimmt einfach kontinuierlich Damage. Und die Energie pumpt einfach nur runter hier in diesem Fall. Wir werden sehen, Plague last. Plague hält auch nicht ewig. Ja, da ist Plague rum. Das heißt, die Bio wird hier nochmal hochgeheilt. Ja, kommen da nochmal Einheiten vom Zerg, um das rauszunehmen. Ja, kommen jetzt, aber kommen ein bisschen spät. Die Linge kommen zu spät, werden hier einfach nur gesniped. Da ist die Bio schon wieder bei guter Gesundheit. Aber jetzt kommen die Lurker mit dazu, weitere Darkstone. Das heißt, das wird jetzt hier gewesen sein, wie diese Bio-Truppe ist. Ich kann nochmal einen Lurker mit rausnehmen, aber das ist zu viel für die paar Marines. Und da sehen wir auch die letzten Momente dieses Trupps hier. Auch die Sunnies hier heilen sich nochmal gegenseitig so viel wie möglich ist. Aber gehen hier dann doch drauf. Währenddessen hier wird weiter Trupp an Linge ausgesandt. Da ist nochmal hier ein Drop mit dabei. Das wurde der Overlord-Drop erforscht. Und es gibt jetzt hier auch 2 Upgrades für die Linge. Und das Overlord, das Ultralisk Speed Upgrade. Das Anabolic Synthesis Upgrade. Damit Julius nochmal schneller laufen. Währenddessen hier ist nochmal ein paar Minen. Hier sind aber auch ein Lurker eingegraben. Zerg hier versucht inzwischen wieder ein bisschen mehr auf der Karte zu festigen. Hat jetzt natürlich mit den Drop-Overlords noch Möglichkeiten, Einheiten hin und her zu schieben. Aber aktuell die Overlords sind nicht besetzt, die er hier hat. Das ist ein Terran hier, man sieht es, die ersten 2 Basen sind leer, es wurde die Produktionsänderung auf dem Mech vollzogen, es wurden nochmal Factories gebaut, das heißt, es gibt jetzt hier ordentlich Mech-Units. Zudem haben wir hier noch 2 Armories mit am Start, die dann für Upgrades sorgen können. Und ja, Terror mit seinen 185 Supply, das ist ordentlich, aber er darf trotzdem nicht übermütig werden, auch wenn der Zerg nicht so viel Supply hat. Das Zerg Supply ist ziemlich stark, wenn es hier in gute Kombination kämpft. Und was dem Terraner eigentlich ein bisschen fehlt, sind die Science Vessels gegen die Lurker und die Defiler. Ja, und hier nehme ich, wird sofort eine Armee umgeschoben gegen die Vultures hier oben, damit hier Basis Nummer 4 verteidigt wird. Währenddessen geht es hier drüben zur Sache mit dem Overlord, der hat einfach Einheiten hier reingedroppt, da kann nochmal der Darkswarm mit raus vom Defiler. Linge löst gerade noch ein paar Minen aus und damit die SVs werden nicht geschreddert. Und die Basis hier ist für den Terran erstmal ein bisschen verloren, denn er kann nicht fighten, während der Darkswarm hier rumhängt. Und das sind eben immer noch 2 Lurker mit drin. Währenddessen wurden die Vultures hier zurückgeschlagen. Linge jagen nochmal ein bisschen mit raus. Man sieht auch die Linge einfach mit ihren Attack-Upgrades. Bisher mit dem Attack Speed Upgrade fressen sich so schnell durch die Terraner-Einheiten durch. Und ja, hier weitere Linge unterwegs in den Norden. Hier sind ein paar Marines. Mal sehen, dieser Fight wird nicht so gut laufen für die 3 kleinen Linge. Da sind die Marines dann doch noch zu massiv. Und dann es sterben ein paar Marines, aber aktuell kann sich der Terraner dann
noch verstecken. Aber da kommt ein Lurker-Drop. Oh, das kann auch sehr gefährlich werden. Hier sind allerdings Missile-Turrets. Heißt, das sollte abgefangen werden. Und hier wird auch gerade ein Großteil der SCVs hochtransferiert. Heißt, das ist gerade die wichtige Mining-Base für den Terran. Er hätte eben auch die Basis hier unten gerade aufgeben müssen. Da wird allerdings nochmal hier ge-irradiated. Der Defiler wird hier ziemlich einsam sterben. Ja, das ist hier. Der Drop wird tatsächlich einfach abgedreht. Ist hier noch am Leben. Ja, das ist der Overlord. Hier kriegt nochmal was ab vom nächsten Missile-Turret. Aber hier sind immer noch zwei Lurker drin. Und das kann wahnsinnig gefährlich werden. Lurker schnetzeln sich so schnell durch SCVs durch. Ja, währenddessen wird 2-2 ziemlich schnell fertig hier. Da kommt nochmal Scourge hier auf das Science Vessel. Das ist damit down. Das heißt, der Lurker macht hier fröhlich weiter mit seinen Stacheln an dieser Basis. Währenddessen hier drüben, die Lurker-Drop kommt gleich rein auf diese SCVs. Und da ist wenig zum Defenden. Diese vier Marines werden nicht schnell genug dafür fähig sein. Währenddessen kommt jetzt hier der Push mit den Ulis einmal raus auf die Map. Und Zerg ergreift jetzt hier mehr und mehr Grund und Boden. Und Terra wird hier nach und nach zurückgedrängt. Seine Mech-Umstellung ist noch nicht wirklich fertig. Und ja, jetzt gibt es gleich Tote. Die SCVs werden weggezogen. Immerhin rechtzeitig. Das heißt, es sterben nicht so viele SCVs. Aber trotzdem, man sieht es hier. Zwei Trupps und SCVs einmal abgezogen. Trotzdem, da stirbt hier noch einiges. Und auch die Armories wird jetzt hier befeuert. Das Command Center nimmt ein bisschen Damage. Und hier ist ein weiterer Zerg-Trupp unterwegs. Also Zerg jetzt hier. Gory, nach so langer Zeit, ergreift jetzt hier mehr und mehr Fläche auf dieser Karte. Er hat eine Drone hier mit dabei, der kann die neue Expansion nehmen. Und hier ist immer noch ein großes Minenfeld, aber das kann man mit Lingen auch klären, auch wenn das kostspielig ist. Terror hingegen hat 4.000, 1.500 auf der Bank. Hat hier gerade noch die Upgrades angedrückt. Das müsste 2-1 hier sein. Ja, es ist 2-1, wenn das hier Lurker werden geklärt. Der eine Lurker hier lebt aktuell noch. Ja, der Lurker wird gerade einfach gerade im Leben gelassen. Aber da lief der Scan aus, das ist auch bitter. Hatte den Lurker nicht mehr gesehen. Ja, währenddessen hier, die Armory bleibt gerade so am Leben mit dem Counter-Repair. Da immer ein Dach gut reagiert hier von Terror. Ja, und hier eben kommt von Gory nach und nach die Linge mit nach vorne. Und Linge sind zu diesem Phase des Spiels mit 2-2 Upgrades und 3-3 unterwegs. Eine wahnsinnig kosteneffiziente Einheit. Ich meine, 50 Mineralien für einen Doppelpack an Linge. Das ist ziemlich ordentlich, auch wenn sie am Anfang nur gegen die kostenlosen Minen sterben. Aber irgendwann, wenn die Linge mal ranzend an ein paar Einheiten, an ein paar Gebäuden, dann machen die auch Damage. Und jetzt geht es ja auch vorwärts über diese freigeräumte Basis hier unten. Ist ein Weg frei geworden in Richtung Natural vom Terran. Und da geht es einfach rein. Da kommen doppelt Dark Swarms. Das heißt, der Terran kann ihn nicht wirklich fighten. Und es fehlt ihm einfach wirklich die Science Vessel. Er hat nicht die Air Army hier, um gegen das alles zu bestehen. Er hat jetzt hier sein Science Vessel, das castet auch irradiate. Zumindest auf ein paar Einheiten. Das heißt, die Pfeile wird hier sterben. Aber es ist trotzdem hier noch so viel Zerg am Start. Und auch die Panzer werden hier Probleme haben. Da liftet mal die Science Facility. Also da müsste eigentlich die ganze Production hier liften. Eigentlich muss Terror jetzt hier umziehen, denn diese Basis wird er nicht halten können. Währenddessen geht es hier noch ein Go auf diese Basis hier unten. Da ist ein Panzer, das sind zwei Panzer. Drei Panzer stehen hier. Da ist die Linie versuchen hier durchzubrechen. Der Bunker ist jetzt hier down. Die Marines schlagen nochmal wild, um sich, aber wollen sie ultimativ doch sterben. Und auch diese Basis wird vom Zerg überrannt. Somit hier Zerg in der Production, Zerg oben in der Economy. Das heißt, wir haben noch diese Basis hier. Immer noch sehr viele Mineralien hier für Terror, aber sein Supply ist massiv gedroppt hier. Gegen das, was der Zerg hat. Und Zerg schiebt jetzt hier einfach alles weiter nach vorne. Man sieht, die nächste Welle an Zerg kommt in die Production. Da kommt nochmal ein Dark Swarm mit raus. Das sind immer noch die Pfeile mit am Start. Und eben, ich glaube, da hat Terror einfach verschlafen mit der Masse an Science, was es hier gebraucht hätte, hier, um diesen Fight vernünftig zu nehmen. Und somit wirft ihr auch das GG einfach, lief das Game. Und somit ist es tatsächlich Gory, der lange Zeit weit hinten war. Halbes Supply stellenweise, aber seine Verteidigung war effektiv genug. Terror hat sich nicht wirklich getraut, da drauf zu laufen, sondern hat lieber versucht, den Zerg zu containen. Und er konnte sich dann weit genug im Tech entwickeln, um dann die Ulis rauszukriegen. Und dann mit den Ulis und den Darkswarm hat er dann vorwärts gepusht. Und somit, Terror mit 200 Bank zu verlieren, das ist ein bisschen bitter. Aber sowas passiert. Das war Replaycast 52. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.